Ich bin jetzt 24 Jahre bei der Firma Leeds und es ist für mich wie eine Familie. Das Rall dreht sich wirklich gut und schnell. Die Persönlichkeiten, die hinter dem Ganzen stehen, die haben mich immer besonders fasziniert. Also Leeds kennt jeder in den Raum auf jeden Fall. ...1949 gründet das Ipsitzer Ehepaar Maria und Heinrich Leeds einen Taxibetrieb und einen angeschlossenen Landmaschinenhandel. Heute, 60 Jahre danach, ist die Firma Leeds der verkaufsstärkste Mazda-Händler Österreichs. Ende der 40er hätte diese Erfolgsgeschichte kaum einer zu träumen gewagt. Familienmitglieder und frühere Mitarbeiter erzählen über das, was gestern war, was heute passiert und welche Aufgaben die Zukunft mit sich bringt. Der Senior Leeds, der hat auch schon gelernt beim Hofmacher. Der war im Betrieb und dann hat er sich selbstständig gemacht und hat seine eigene Werkstatt ein bisschen gehabt, eben im Haus, in dem wo er gewohnt hat. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben damals die Ipsitzer Hermerbänder also produziert, das sind diese Tierscharnierl, was noch zu tausendsten Schachermeier nach Leeds verkauft haben. Die Zigaretten hat es ihm nur in Weidhofen gegeben und in Ipsitz eine Trafik und das weiß er selber noch. Das waren meine ersten Erinnerungen, wo ich mit der Mutter mitfahren habe dürfen, nach Weidhofen Zigaretten fassen. Die Anfänge waren alles andere als einfach. Der Krieg war gerade vorbei. Arbeit gab es damals genug, aber sie war schwer. Da hat uns der Chef runtergeführt. Transitbus haben wir damals gehabt, hinten drinnen so ein Zweiradlerbock. Und das immer im Winter, weil da sind die Traktoren verkauft worden. Und natürlich so große Pilzhosen für die Amerikaner haben wir gehabt, für die Flieger und Pilzhauben. Und da geht um 11 Uhr Vormittag weggefahren in den Wind und um 11 Uhr in der Nacht heimgekommen. Wir sind einmal gekommen, der Chef hat gesagt, da gibt es einen Bauern, bei dem geht es mit der Wirtschaft bergab und der kann auch zahlen und hat eine Menge Schulden, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Was weißt du, kennst dich aus bei der Waldarbeit, hat er gesagt. Wenn du und der zweite Franz, das war ein Mitarbeiter, wenn ihr da reinfahrt in den Wald und Holzhocken geht, schauen wir, was wir zusammenbringen. Dann sind wir dann 2 Wochen reingefahren in den Wald und haben halt dann so recht und schlecht, das glaube ich noch, über die Runden gebracht. Da stellt sich doch unweigerlich die Frage, wie Heinrich Leeds als Mensch und als Chef in der Erinnerung seiner Mitarbeiter geblieben ist. Den habe ich eigentlich in sehr guter Erinnerung. Er war ein Mann, der sparsam war zu sich selber. Aber wenn ein anderer irgendwas braucht oder irgendwo, er hat immer offenes Herz gehabt. Also war ein ganz super Chef. Ja, man war eigentlich immer sehr familiär aufgenommen. Das war wirklich wie eine große Familie. Und ich bin sogar als Bub zum Leeds umschlafen gegangen. Ich war ein furchtbarer Nachtwandler und in der Früh bin ich wieder in meinem Bett munter geworden. Nicht? Bin ich wieder heimgegangen in der Nacht. Diese Großfamilie war der Mittelpunkt. Und für die Kinder von Heinrich und Maria Leeds war es ein Abenteuerspielplatz. Da drüben am Bach ist ein Garten gewesen. Und da war der Christian mit dem Auto, was er der Chef gemacht hat. Und er ist in den Lustweg über mein Auto hin und her gefahren und ich habe den Garten halt gemacht. Und schaut zufällig um und sieht, wie runter ein Kleiner mein Auto durchgefahren und reinfliegt im Bach und das Auto auf einem drauf. Ich bin natürlich runtergerannt, reingesprungen und habe mir rausgeholt. Obwohl es da ziemlich tief war und ich noch nicht schwimmen konnte. Oberwasser behielt auch der Forthändler Heinrich Leeds. Jawohl, fort. Die damals von manchen als Reiskocher bezeichneten Mazda kamen erst 1971. Dann hat sich eben die Möglichkeit mit Mazda ergeben, wo eben wir als A-Händler, sprich als Haupthändler geführt worden sind. Jetzt haben wir eine normale Verdienstspanne gehabt und ja, wir haben natürlich dann auch angefangen mit dem Autoverkauf zu verdienen und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Was ich mich erinnere, glaube ich halt, dass der Mazda vom Preis eben sehr günstig war, wo eigentlich von der Ausstattung her und so
fast besser wie der Ford und hat weniger Kost. Eine Entscheidung ist ja in dem Wort Scheidung drinnen. Wir mussten uns von irgendeiner Marke scheiden. Und damals kamen die Ford-Leute von Salzburg, also die mit den dicken Beichern mit den Hosenträgern da aber mit die so auseinandergingen, weil sonst die Hosen abgerutscht war. Und haben gesagt, ganz groß, also zu meinem Papa, Sie müssen sich entscheiden, Herr Lietz, entweder Ford oder Mazda. Und dann Christian und so, wir haben uns in die Augen geschaut und dann haben wir eigentlich gesagt, dem Papa wegen zuzwinkert, ich glaube, wir haben uns schon entschieden, Sie können unser Lokal verlassen. ...1978 entschied man also die Einmarkenstrategie und es war nicht die einzige wagemutige Entscheidung. Die erste Filiale stand zur Debatte. Aber wer sollte dort die Geschäfte leiten? Und dann war es so, dass eben mein Vater und Heine und ich beieinander gesessen sind und haben gesagt, okay, wenn wir am Städten machen, nur dann, wenn ich heimgehe. Und das war dann eine sehr spannende Zeit, weil wir haben uns dann auch innerhalb von einem, zwei Tagen entschieden, dass eben bei Simson Klein aufhören und heim in die Firma kommen. Und in den 78er Jahren hat mich der Heine angerufen, ob ich nicht Interesse hätte. Sie wollen in Amstetten eine neue Filiale bauen. Und ich habe gesagt, ja, habe Interesse. Eingefahren, wir waren sehr sympathisch, es hat passt. Jung, dynamisch, Vollgas geben. Und ja, so hat das angefangen. 1986 folgte die Filiale in Wieselburg und die beiden Brüder machten es im Grunde wie der Vater. Sie setzten auch bei jedem Neu- und Umbau auf die Kompetenz ihrer Mitarbeiter. Gerade wie es in Wieselburg ist, wir haben da umgebaut und ich habe viel mitreden dürfen beim Umbauen. Und da sieht man dann schon manchmal, da ist meine Handschrift und da ist meine Handschrift und sowas gefreut hat natürlich schon. Anfang der 90er ist der Generationswechsel bereits erfolgt und zum ersten Mal wird die Firma Lietz der verkaufsstärkste Mazda-Händler Österreichs. Aber das Stammhaus in Ipsitz platzt aus allen Nähten. Ein Neubau ist unausweichlich. Wir haben auf der hinteren Bühne zum Beispiel gestanden, es haben drei haben ins Auto steigen müssen und dass man mit dem hinteren Auto rauskommen ist, also das war eigentlich also schon sehr notwendig, dass irgendwas gemacht wird. Ein Jahr später entsteht das neue Stammhaus in Gstaad, mit angeschlossenem Werkstättentrakt in modernster Bauweise. Ab 1994 komplettiert die Firma Lietz ihr Angebot mit zwei Rädern und setzt auch in diesem Segment neue Maßstäbe. Ich habe die Eröffnung von Wieselburg damals am besten in Erinnerung, weil da war der Peter Kraus da und der hat dort vorgespielt. Und dann wird Hofmann an für sich 1991, 1992 mit der Eröffnung dann. Auf mich war Werthofen irgendwie, ja, da wird halt eine Firma gebaut. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater sich wegen derer Wand so viel ärgern hat müssen, weil die ist grau geworden. Die hätte normalerweise eine andere Farbe gekriegt. Also wie wir 92 gebaut haben, da das Gebäude mit Boris Potrecki, das war überhaupt eines der größten Abenteuer. Und der Sigi Kreuziger, natürlich ein flinker Bursche, hat Samstag, Sonntag, Tag und Nacht durchgearbeitet. Und ich gehe am Samstag am Abend gehen und denke mir, irgendwas hat es da drin, das ist so wie tot. Also, aber ich habe es nicht richtig drauf gehabt, was das war. Auf einmal fällt es mir. Die lebendige Sichtbetonmauer ist grau. Ich rufe den Boris an, Sonntag, Montag in der Früh war er schon da. Er hat gesagt, alles abbeizen, das hat ungefähr dauert zwei Jahre, nicht? Also war nicht gegangen. Und na, was gibt es alternativ statt ein Abbeizen auch noch? Hat der Sigi, war er gescheit? Hat er so eine gerade Gummispachtel kreiert und hat praktisch wieder schwarz aufgetragen. Ne? Dadurch ist es wieder ein bisschen lebendig geworden. Im beginnenden 21. Jahrhundert macht die Firma Lietz den Sprung zum etablierten Mittelunternehmen. Weit über 200 Mitarbeiter in 7 Filialen, eine freie Markenwerkstätte und der Schritt ins nächste Bundesland kennzeichnen die Handschrift der Familie. In weiterer Folge die Standorte in Steyr oder Ebelsberg und Urfa und Wolfern waren eigentlich dann wirklich nicht mehr so dramatisch natürlich. Wir haben leicht so
im Vorwärtsdrängen sein dürfen und uns da sozusagen weiterentwickeln und auch weit in die Zukunft schauen. Ohne dabei auf die Vergangenheit zu vergessen. Denn die erste elektrisch betriebene Tankstelle in Ipsitz existiert auch heute noch. Freilich viel moderner. In der ehemaligen Werkstatt von Heinrich Lietz stehen heute hunderte neue Fahrräder. Lietz Sport heißt das Schlagwort und der Sport ist untrennbar mit dem Namen Lietz verbunden. Jeder von der Familie ist, glaube ich, auch ein bisschen sportlich involviert und das Ganze macht uns sicher ganz dynamisch, denke ich. Es ist so, dass vom Christian die Kinder und die Christian seine Seite ist eher auf vier Rädern unterwegs und wir, also vom Henny die Söhne, praktisch eher auf zwei Rädern. Mein Bruder macht Geländesport sehr erfolgreich und ich darf Straßenmotorrad fahren. Die Familie Lietz ist im Sport genauso erfolgreich wie im täglichen Geschäft. Aber ohne starke Partner wäre ein Spitzenplatz da wie dort von kurzer Dauer. Die gute Beziehung zum Importeur, das heißt, der einfach für uns da ist. Das heißt, wenn wir auch einmal Sachen brauchen, die nicht üblich sind oder nicht alltäglich sind, dass uns der Importeur auch da wirklich immer tatkräftig unter die Arme greift. Lietz ist ein Familienbetrieb, der also wirklich auch noch so geführt wird, obwohl wir eine Größe erreicht haben, wo das nicht mehr normal ist. Das ist also eine außergewöhnliche Geschichte. Und da ein Teil dieses Rades zu sein, das zum Erfolg beiträgt, das macht den Treiber aus und das macht dann nicht Spaß und Arbeit aus. Begeisterung und Leidenschaft war seit jeher die Antriebsfeder zum Erfolg im Hause Lietz. Und beides spürt man auch bei der kommenden Generation. Es war immer so ein kleines Feuer in mir, wo dann die Senioren geredet haben und das haben sie wieder geschafft und jetzt sind wir Erster in Österreich oder jetzt sind wir Zweiter in Österreich und Zweiter in Europa und das Niveau zu halten ist schwierig, beziehungsweise das Niveau zu steigern noch schwieriger. Wir haben nicht jetzt irgendwie das leere Blatt und wir können starten und schauen, was passiert, sondern wir müssen das halten, weil sonst haben wir es nicht gut gemacht. So schaut es aus, dieser Druck ist vorhanden. Auf alle Fälle ist das Ziel Nummer eins zu bleiben und uns noch weiter zu verbessern und einfach der Generationswechsel, was jetzt da daherkommt, dass wir den gut über die Runden bringen und uns weiterentwickeln. Am Schluss sind es aber doch weit weniger Dinge, die wirklich zählen. Denn was wäre der Erfolg ohne familiären Zusammenhalt? Die Familie, ich glaube, das ist das Wichtigste, weil es die Stütze ist von der ganzen Firma. Die ganze Firma lebt eigentlich von dem Geist, glaube ich, eines Familienunternehmens, wo man halt ganz anders miteinander redet, als wie in einer Firma, die vom externen Geschäftsführer geführt wird, mit den ganzen Vor- und Nachteilen. Die Mitarbeiter sind ja irgendwo auch die erweiterte Familie, der kleinen Familie. Und wenn es uns gut geht als kleiner Familie, dann geht es natürlich auch den Mitarbeitern als der erweiterten Familie gut. Denn jeder einzelne Mitarbeiter war 60 Jahre lang der wichtigste Erfolgsfaktor und er wird es auch in Zukunft bleiben. Aber was würde Heinrich Lietz sagen, wenn er seinen Betrieb heute sehe? Was würde er sagen? Ich glaube, er würde sagen, kurz und bündig, Buben, das hätte ich nicht geglaubt.